Hallo und herzlich willkommen bei 7 Days to Die. Ja, meine Lieben, ihr habt mir so viele Tipps gegeben. Das finde ich echt total genial und dafür ein ganz, ganz herzliches Danke. Ich werde jetzt tatsächlich gleich erstmal reingehen nochmal und werde. Ich habe da irgendwo. Kann man denn diese Mausempfindlichkeit nicht umstellen? Ein Bart war doch hier irgendwo. Ach, guck mal an. Ja, eine Bandage. Ich bräuchte aber, da ich infiziert bin, was mir auch geschrieben wurde, Antibiotika. Das ist natürlich jetzt so eine Sache, ne? Der Gegenstand muss repariert werden. Nee. Und alles, was hier in der Bude drin ist, das hatte ich sowieso vor, alles kaputt zu kloppen. Um halt eben Rohstoffe zu gewinnen. Hallo, da ist er. Und da werden wir mal schauen. Das ist Nitratpulver. Das ist Schmerzmittel. Weiß nicht, ob ich das benutzen kann. Stofffetzen habe ich hier. Ich hatte doch auch Aloe Vera Creme. Wo habe ich denn die hingetackert? Habe ich die gefressen oder was? Jo. Hallo? Ist ein Rock. Man sagte mir, ein Skirt ist ein Rock. Nun denn. Kaffee. Schmerzmittel. Das benutze ich dann ganz einfach mal. Oh, das hat aber jetzt tatsächlich Wirkung gezeigt. Sehr schön. Aber ich habe keine Aloe Vera Dingskirchen mehr. Das heißt, hier Brett zu. Oh, Mensch, die Axt ist so im Arsch, ne? Ich habe ja auch so gut wie gar nichts mehr zum Bauen hier. Echt. Steine. Ich habe weder Steine, noch habe ich Holz, noch habe ich sonst irgendwas. Also muss ich jetzt erstmal den Tag. Wo ist denn die Tür? Oh Gott, ist das. Und das hier. Erstmal Holz sammeln. Hilft alles nichts. Holz sammeln. Was ist denn das hier? Ein Kaktus. Ja, du lieber Himmel, davor brauche ich aber so viel Stamina. Yucca-Palme. Da war Aloe Vera. Da sagte man mir, dass man die Früchte gut essen kann. Sehr gut. Das sind hier irgendwo Steine. Die kann ich auch kloppen. Ne? Oh, das dauert auch so lange. Ja, jetzt. Ach, ja, klar, sicher. Weil ich so blöd bin, wie ich lang bin. Muss ich denn gegen so eine Kacktüte kloppen? Mann, da verletze ich mich. Im wahren Leben ist es doch auch so. Jetzt habe ich gedacht, da sitzt ein Hase. Oh Mann. Das macht alles mit. Hier ist noch. Wächst der Krempel eigentlich nach? Das wäre ja auch mal interessant zu wissen. Weil sonst müsste man ja irgendwann anfangen zu wandern und dann käme man ja gar nicht mehr nach Hause. So, ist hier was drin? Dankeschön. Da ist ein Vogel. Also, ich wurde gefragt, ob ich eingestellt hätte, dass die Zombies nachts rennen. Nee, das habe ich ausgestellt. Ich habe auch die XP ein bisschen hochgedreht. Aber ansonsten habe ich hier nicht viel gemacht. Wo habe ich denn jetzt drauf geklopft? Was? Nein, du sollst das Gras hier kloppen.
Okay. Da hinten sind auch noch jede Menge Yucca-Palmen. Hier ist noch Holz. Aloe Vera. Das ist ja ein hübscher Stein. Da sind bestimmt Edelmetalle, also Metalle drin oder sowas. Okay. Das ist jetzt meine Butze, die ist da. Lasst mich raus, ich drehe mich einmal im Kreis und dann weiß ich nicht mehr, wo ich daheim bin. Wie viel kann man davon eigentlich schleppen? Jo, bist im Arsch, ne? Jo. Mir klar, ich sammle ja auch wie eine Wilde hier. Der Gegenstand muss repariert werden, ja. Da weiß ich aber nicht, wie viel ich dafür brauche. Nee, nicht die Fackel anmachen. Hier ist ein Nest. Vielleicht ist da ein Ei drin oder so. Nee. Das ist nichts Gutes da hinten. Definitiv nicht. Ich muss unbedingt Steine sammeln, damit ich die Axt reparieren kann. Steine, Steine, Steine. Wie, was ist das denn? Das sieht hübsch aus. I need some Steine. Ich würde irre, wenn ich hier keine finde. Schnell. Da, 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 da. Federn, ich meine, klar, das ist ja nicht schlecht, Federn, aber ich brauche Steine oder mal ein Eichen oder sowas zum Essen. Da hat aber einer Nasenbluten gehabt, ha? So. Ach, guck mal, da ist Kumpel Wackelzahn. Nee, ich will nichts von dir. Da kommen ja noch mehr. Hast du eine ganze bucklige Verwandtschaft mitgebracht, du Spinner. Ich hab nicht aufgeräumt. Verschwinde. Kleinen Steinen kann man die bestimmt an die Bombe kloppen, oder? So. Oho. Die Yankees kommen, oder was ist hier los? Nee, die kann ich nicht kloppen. Okay. Die berittene Kavallerie. Die kann ich immer noch nicht flicken, oder? 10 Steine? Ja, ich habe keine Ahnung. 147 Holz. Was brauche ich denn für eine Steinaxt? Hätte ich doch alles da.
Aber Mensch, Leute, ich brauche da eine. Da kann ich jetzt nicht drauf warten, dass ich die. Dass, weil ich es nicht raffe, wie ich sie reparieren soll. Wo ist sie hingegangen? Da. Aber ich mal gucken, was hier aus so einem Ding rauskommt. XP. Tolle Wurst. Ernsthaft jetzt. Holz. Hatte ich das Nest schon? Nee. Huch. Was? Was kommt da raus? Und Durst habe ich. Ach, leck mich doch im Ärmel. Habe ich was zum Trinken dabei? Und das? Drahtpulver. Kann ich das essen? Nee, das kann ich nicht essen. Creme kann ich davon machen. Ach Gott, ja. Habe ich noch was zu trinken zu Hause? Zu Hause. Ganz toll. Oh nein! Pass doch mal ein bisschen auf, wo du langlatschst, du Depp. Brett zu. Trinki, trinki. Hier, du Fettwanst. Du hast ja wohl einen Schuss nicht gehört, oder was? Mutti hat dich auch wieder schön angezogen. Was? Alter, du Akrobraut. Die Zeit der Jeansjacken ist vorbei. Bleib liegen. Die sieht aus wie eine Gummipuppe. Na. Gut, getrunken habe ich. Was ist der gelbe Tropfen da? Was bedeutet denn das jetzt wieder? Ja, ja. 4-4, die Infektion wird immer schlimmer. Schlimmer geht immer. Ich werde mal mir noch die Bandage mal noch anheimtackern. Ob es was bringt, ist die zweite Frage. Dann will ich hier das Brett mal zumachen. Wie repariere ich denn das? Nö. Bium, bium, bium. Okay. So, das muss alles raus. Yucca-Früchte. Ach, guck mal an. Sehr nice. Danke, Jason. Sehr cool. Aber die Infektion geht trotzdem nicht weg. Ich habe gar kein Auto. So, Keksdose. Ein leeres Glas. Ich muss mal was gucken. Ich muss mal was gucken, was gucken, was gucken. Ich muss mal ein Lagerfeuer machen. Ich glaube, das ist mal eine ganz gute Option. Denn ich denke, also bin ich, oder wie heißt das so schön? Ich, nee. Ach, so wird gedreht. Das ist sehr geil. So, was kann ich denn hier jetzt machen? Dafür brauche ich aber solche Werkzeuge. Gut. Jut, jut, jut. Gekochtes Ei. Verkohltes Wildbret. Mhm. Sicher. Chili Dog? Nö. Flasche Wasser. Okay, ich brauche zumindest einen Topf. Kleber, Spiritus, Antibiotika.
Was ist das denn jetzt? Ein Punkt, einen verfügbaren Punkt habe ich für Skills zum... Daring Adventure. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Hopfen? Kannst du ja auch Bier brauen oder was? Ein Eimer, ich suche einen Döpf. Ein Topf, irgendwie ein Topf. Leute, ich muss mir Wasser abkochen. Nee. Maismehl, Junge. Blablabla. Bla, bla, bla. Ja. Donnerbüchsenmunition. Okay. Kann man denn da nicht auch einen Eimer nehmen? Zum Abkochen vom Wasser? Nee, da will ich doch gar nicht hin. Hier will ich hin. Aber da brauche ich einen Topf für. Blackstrap Coffee. Okay, gut. Das nützt mir nichts. Kann ich aber auch nicht draufklicken, dass mir das mal angezeigt wird, was ich hier... Beschmiedetes Eisen. Ajo. Nee. Das bin ich. Das sind die verfügbaren Skillpunkte. Genau, das musste ich ja auch noch machen, ne? Das musste ich ja auch noch machen. Stimmt. Gut. Vier Stück gemacht. Ah, so wird gedreht. Okay, gut. Ich will nur mal gucken. Ah, die kann ich auch hier dran tackern. Okay. Nee, so. Ja, nee, so mache ich sie ja wieder kaputt. Was machst du denn? Blüm, blüm. Okay. Ich hätte da voll Lust, was jetzt... Das setzt das gar nicht da unten hin. Ich wollte das vor die Tür machen, ne? Von außen. Damit, jetzt habe ich den da hingesetzt. Nein, nein, nein. Das ist ja dann... Quatsch. Auch nicht richtig. Dann mach das bitte wieder weg. Also das mit dem Reparieren, da muss ich nochmal einen Lehrgang mitmachen, ehrlich. Der ist leer. Das zertrümmere ich jetzt ganz einfach mal. Oh je. Ach komm schon. Was kommt da raus? 3 Tonnen Stahl. Oder nur ein Glühdraht. Komm, klopp mal ein bisschen schneller. Ja, 5, what? Eisen. Okay, gut. Ja, meine Lieben, die Folge ist schon wieder vorbei. Danke fürs Zuschauen.
Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, lasst mir einen Kommi da oder auch ein Abo und seid nachsichtig mit mir. Ich bin nicht mehr die Jüngste. Von daher, tschüss!